Wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu Gran Turismo Sport. Und heute fahren wir mal was ganz anderes. Na, was heißt was ganz anderes? Wir fahren auf jeden Fall ein Fahrzeug, was wir noch nicht gefahren sind, nämlich den Subaru WRX in der Gruppe 4, quasi GT4-Version. Ihr werdet es gleich sehen und hören. Das Ding hört sich an wie ein Traktor, es fährt sich auch wie ein Traktor, es fühlt sich unglaublich langsam an. Und wir starten auch von Platz Nummer 12. 1,31 irgendwas habe ich herausgefahren. Ja gut, okay. 20 Fahrer sind auf jeden Fall am Start. Und wir schauen einfach mal, was wir reißen können. Zumindest guckt der kotzende Eisbär grimmig auf jeden, der es wagt, mich heranzufahren hinten oder so ähnlich. Ihr seht, ich bin völlig perplex. Die Kiste hört sich schrecklich an. Ich finde, die Kiste hört sich schrecklich an und ihr werdet es auch gleich sehen, die Dachkamera an einer ganz komischen Position. Man sieht die Motorhaube kaum, ach egal. Also ihr seht, allzu viel Gutes habe ich nicht für den Subaru WRX übrig, aber egal. Ich nehme mir nach wie vor, zumindest mal jedes Fahrzeug einmal gefahren zu haben, um es auch wirklich beurteilen zu können. Was man aber zumindest über den Subaru sagen kann, er ist relativ stabil. Also wo nicht viel Leistung ist, kann auch nicht viel passieren. Und gerade auf Brands Hatch sind im Moment wirklich die Renault Megans ganz oben auf. Wirklich ein super stabiles Fahrzeug, klasse für die Strecke. Und wie man sieht, ach doch, einer ist tatsächlich noch mit dem WRX unterwegs. Ich wollte gerade sagen, ich bin der einzigste Trottel. Aber nein, man ist nie der einzigste Idiot auf dem Planeten. Das ist eine absolute Lebensweisheit. Und wir schauen einfach mal, was geht. So. Willkommen zum heutigen Traktorrennen auf der Insel. So. Selbst im Start überholt mich einfach mal der Audi TT hier im Stand quasi. Ja. Ohne mit der Wimper zu zucken. Und jetzt geht's einfach um sauber bleiben. Sauber bleiben, Sportsgeistwertung nicht versauen. Uah. So, von hinten wurde ich geschubst, leider dann auch auf den anderen drauf geschubst. Jetzt müssen wir mal gucken, dass die Fahrzeuge hier ein bisschen Abstand zueinander kriegen. Oh, ja, sorry, mein Fehler, ich weiß, aber irgendwo wusste ich dann auch nicht mal wohin. So viele Lücken waren da nicht. Ja, es geht jetzt einfach darum, sauber zu bleiben. Hier ist der andere WRX mit einer sehr interessanten Lackierung auf jeden Fall, aber wie gesagt, ich will vor allem hier mit einer sauberen Sportsgeistwertung durchkommen und so eng, wie das hier vorne abgeht, passieren da mit Sicherheit auch noch ein paar Fehler. Da bin ich mir sehr sicher. Schön vorsichtig, schön sauber bleiben. Der ein oder andere wird sich hier definitiv noch verabschieden. Aber echt eine richtig coole Lackierung vom Vordermann hier, muss ich sagen. Trotz des engen Fahrerfeldes hier im Moment noch alles relativ sauber, aber zwei haben sich hier wieder selber ins Aus katapultiert. Das bedeutet jetzt für den Moment Platz Nummer 12. Und wir lassen die jetzt da vorne sich erstmal gegenseitig ärgern. Und versuchen uns auf jeden Fall aus dem gröbsten Ärger hier rauszuhalten. Denn es gilt, den Traktor hier über die Strecke zu kriegen. So, der eine oder andere verabschiedet sich, wie wir eben wieder im Sandbett gesehen haben, ganz von alleine. Da müssen wir gar nichts für tun. Und dann ist natürlich so ein Auto wie der Subaru WRX, mit dem man nicht allzu viel verkehrt machen kann, gar nicht so schlecht. Weil dann zumindest einer derjenigen ist, die auf der Strecke bleibt, ne? Aber sehr spannende Dogfights hier trotzdem. Ne? Alles noch relativ fair, wenige blinkende Penalties, soweit das Auge reicht. Und hier versucht jeder, den anderen leben zu lassen. Und das ist schön. Bisschen mehr Risikofreude da vorne würde ich mir wünschen. Dann könnten wir auch mal wieder einen überholen. Da ist wirklich einiges los und da wird definitiv noch was passieren. Ja gut.
Wir kleben am TT aber auch nur dran aufgrund des Windschattens. Oh, jetzt habe ich ihn leicht taschiert. Das tut mir leid. Das gibt mit Sicherheit jetzt eine negative Wertung und zwar zu Recht. Ich bin da einfach zu nah dran. Und von links kommt auch noch einer. Yeah, schön nervös gemacht. So mag das Daddy. Schön den Platz wieder zurückgeholt und Fehler. Der Klassiker. Immer an dieser Stelle. Völlig unnötig. Okay, jetzt mal wieder runterkommen. Ruhig bleiben. Platz Nummer 10, den werden wir auch gleich verlieren. Da muss ich sehr eng rein hier in die Kurve. Das hat mich natürlich jetzt Geschwindigkeit gekostet. Ach, Mules ist wieder dabei. Alter Kumpel. Oh. Komm, wir lassen uns leben. Das hat vorhin auch ganz gut funktioniert. Mules und ich hatten in einem der letzten Rennen nämlich schon ein paar schöne Dogfights. Aber das hat mich jetzt wirklich alles hier am Plätzen gekostet, ne? Aber wie das halt so ist. Fehler sollte man ja schließlich auch vermeiden und nicht machen. Ja, ja. Der kotzende Eisbär und der grüne Rasen von Wimbledon, Brands Hatch. Mal sehen, ob wir irgendwann nochmal Freunde werden. Aber Mules hatte beim letzten Mal auch schon eine Strafe. Müssen wir ein bisschen entspannter bleiben, der Junge. Oh, dieselbe Stelle wie vorhin. Das war wieder knapp, du. Meine Güte, nicht die Fehler kopieren. Einfach entspannt das Rennen fahren. Ein bisschen auch am realen Motorsport orientieren. Da geht es nun mal auch nicht immer mit der Brechstange. Manchmal muss man auch einfach auf sein Glück warten. Mule, sorry, aber zum Glück bist du auf der Strecke geblieben. Habe ich ihn ganz leicht kaschiert, aber das Spiel ist auch gnädig mit Strafen, muss ich sagen. Viele beschweren sich nach wie vor über das Strafensystem im GT-Sport. Ich muss sagen, ich habe wirklich selten, selten Patzer, die mich so richtig ärgern. Im Großen und Ganzen scheint das hier zu funktionieren. Und gut, wir lassen Mules erstmal ziehen. Da vorne blinken auch wieder freudig die Penalties vor sich hin, die uns natürlich dann auch noch ein bisschen helfen können. Wir haben hier nun mal kein Leistungsmonster unter dem virtuellen Hintern. Wir müssen einfach gucken, dass wir das Rennen so sauber wie möglich fahren. Oh, Mules. Oh, shit. Das war nicht fair. Gibt das eine Strafe? Oh, nee, es gibt keine Strafe. Okay. Vielleicht, weil Mules zu langsam war. Ich habe trotzdem leicht schlechtes Gewissen. Werde ihn dann danach auf jeden Fall nochmal anschreiben. Das war nicht die feine englische Art. Leicht den Sand gestriffen, wieder eine enge Kiste hier. Oh,
Okay, zumindest haben wir jetzt ein bisschen Luft. Mules waren auch jetzt tatsächlich einen Tick langsamer. Trotzdem mit der Brechstange, das ist immer nicht schön. Jetzt konzentrieren wir uns aber erstmal hier aufs restliche Rennen. Denn zumindest wollen wir in die vordere Hälfte des Fahrerfeldes, und das ist genau genommen Platz Nummer 9, weil es nur noch 19 Fahrer sind. Ja, da bin ich zum Glück ein bisschen stärker auf die Bremse. Das hat natürlich Zeit gekostet und Geschwindigkeit, aber da hätte es mich sonst wieder rauskatapultiert. Und Spirit of Dream aus Deutschland hat da leichte Probleme gehabt. Das freut uns umso mehr an dieser Stelle. Aber wir sind jetzt erstmal ein bisschen vorsichtiger. Gut. Wie viel Risiko wollen wir eingehen, ne? Okay, okay. Aber so langsam kann ich dann einfach nicht um die Kurve. Jetzt habe ich schon zwei Landeskameraden hier leicht abgeschossen, muss ich ganz ehrlich so sagen. Hab aber für beide Male keine Strafe bekommen. Also, ja, ist nicht schön. Aber ist halt so. Naja, ich bin deutlich zu langsam unterwegs. Twin Turbo oder wie auch immer er heißt, wird mich da auf jeden Fall gleich cashen. Nein, bremsen! Ah, ich war voll auf der Bremse. Hab das Schlimmste noch verhindert. Aber zumindest sind Mules und Spirit of Dream auch wieder vorbei. Somit ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Aber das sind genau die Fehler, die nicht passieren dürfen, aber ständig passieren. Ja gut, in dieser Runde fahren wir dann auf jeden Fall auch in die Box. Der Reifengrip lässt natürlich auch spürbar nach, was dann wahrscheinlich eben auch ganz einfach das Bremsverhalten beeinflusst hat. Oh, manchmal macht es einem aber auch nicht leicht. Und ich fahre ja manchmal wirklich schon langsam um die Kurven, ne? Du bleibst jetzt schön hinter mir, mein Freund. So, rein in die Box. Wir könnten sogar eine Runde noch schaffen, aber ich brauche echt frische Schlappen. Das bringt so nichts mehr. Danke. Das könnte jetzt wieder eine kleine Zeitstrafe geben, weil ich da sehr unsauber in die Box reingefahren bin. Die Megans scheinen auf jeden Fall noch eine weitere Runde zu drehen und ich versuche das Ganze jetzt eben mit ein bisschen Platz und frischen Reifen wettzumachen. Na gut. Ja klar, das gibt auch die negative Sportsgeistwertung, aber solange es keine Zeitstrafe gibt, doch, da ist sie. 0,453, was aufgerundet dann eben einer Sekunde entspricht. Aber gut, das werden wir los, das ist kein Thema. Und jetzt 17, alter Falter, vorletzter. Gut, da werden mit Sicherheit noch ein paar Boxenstops kommen. Und die letzten 5 Runden versuche ich jetzt einfach so entspannt wie möglich hier durchzufahren. Dann habe ich tatsächlich undergecuttet, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das in einer so späten Runde des Rennens der Fall sein würde. Dann bin ich mal gespannt, wenn wir in dieser Runde über die Startzielgerade düsen, wie viele Plätze wir dann tatsächlich an der Box wieder gut machen. Müssten dann schon ein paar sein. Jo. Jo. Es nützt ja nichts. Es nützt ja nichts. Ich trainiere einfach nicht genug. Aber wo soll ich die Zeit hernehmen? Es bringt nichts.
Das würde ihr manchmal einfach schon helfen, mal ein bisschen weiter auf der Strecke zu bleiben und nicht immer versuchen, hier am Rand auf Messerschneide zu fahren. Na gut. Es sind auf jeden Fall mehrere in der Box, aber so viele wie gehofft sind es dann doch nicht. So, ich muss jetzt hier mal ein bisschen ruhiger bleiben. So, nee, so geht's nicht mehr. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. So. 17. von 19, Ladies and Gentlemen. Das ist richtig schlecht. Ich bin jetzt auch richtig aus dem Konzept hier draußen. So. 3,5 Runden etwa haben wir noch. Und jetzt gilt es, Ruhe zu bewahren. Eigentlich kann ich es ja, zumindest in der Theorie, manchmal auch praktisch. Ich setze es bloß nicht immer um. Und es sind diese klitzekleinen Fehler, die wenigen Zentimeter an der falschen Stelle der Strecke, beziehungsweise außerhalb der Stelle, Strecke, und schon ist es vorbei, ne? Wenn du natürlich einmal drehst, hast du natürlich so viel Zeit verloren, dass du es natürlich unmöglich wieder reinholen kannst, wenn die anderen nicht ihr Fahrzeug ins Kiesbett setzen. Aber da fehlt mir einfach die Routine, die Stabilität. Die ist einfach nach wie vor nicht da. Und wer weiß, ob sie jemals kommen wird. Das ist halt einfach so. Obwohl es sicherlich auch ein paar Mit-30er und Ältere gibt, die hier fitter unterwegs sind. Aber es ist und bleibt eben ein Hobby, was man eben ab und zu mal am Abend oder wie heute mal an einem der wenigen Urlaubstage dann mal runterreißen kann. Und bei dem Trainingspensum gewinnt man nun mal keine Blumentöpfe. Jetzt wird mir auch immer mal wieder berechtigterweise vorgeschlagen, Mensch, deaktivier doch mal die Fahrhilfen. Aber ganz ehrlich, guckt euch meinen Fahrstil an. Das wird den sicherlich nicht verbessern. Das ist, glaube ich, echt ein Thema, wenn ich Fahrzeuge und Strecken wirklich beherrsche. Obwohl ich natürlich auch gerade wieder ein Thema habe, über das wir uns ja, glaube ich, schon vor einiger Zeit mal unterhalten hatten. Ich wechsle gerade eben, gerade bei diesen täglichen Rennen, doch die Fahrzeuge durch, weil ich einfach gerne mal die verschiedenen Fahrzeugmarken und Typen durchprobieren möchte, um wirklich am Ende wirklich beurteilen zu können, was sind die Fahrzeuge, die mir einfach am besten liegen und vor allem auch welches Fahrzeug auf welcher Strecke. So, und das kann man eben nur, wenn man es ausprobiert. Und dann merkt man eben auch, dass ein asiatischer Traktor in Subaru-Karosse nicht unbedingt das Fahrzeug ist. Ja, schon wieder. Schon wieder. Werde ich wenigstens zurückgesetzt? Nee, okay, umsonst gewartet. Ich dachte, ich werde zurückgesetzt. Nee, das ist bitter. Natürlich für mich natürlich auch, weil mir gerade der Kamm schwillt, aber natürlich für alle auch, die jetzt roundabout 18 Minuten hier schon durchgehalten haben. Sehr, sehr ärgerlich. Aber die Kiste liegt mir nicht, ja, aber auf der anderen Seite verzeiht sie einem trotzdem, also sie ist trotzdem nicht völlig instabil. Also die Fehler kommen tatsächlich von mir, das ist effektiv so. Ja, jetzt würde ich die Strecke das erste Mal fahren, ne? Na gut, wir sind tatsächlich 17. Letzter, nachdem sich 2 bis 3 Fahrer jetzt schon verabschiedet haben. Aber das machen wir nicht. Das verbietet die Ehre. Ein Rennen wird immer bis zu Ende gefahren. Aber trotzdem traurig. Trotzdem traurig. 1,5 Runden haben wir noch vor uns, dann hat das Elend zum Glück ein Ende. War ich zwischenzeitlich mal auf 5 oder so, ne? Da darf man gar nicht drüber nachdenken. Das Ergebnis zählt. Und das wird alles andere als rosig. Aber manchmal fühlt sich wirklich jede Kurve in jeder Runde so an, als wäre ich sie noch nie im Leben gefahren. Und es zeigt sich mal wieder, und das war eigentlich mal meine Stärke, die ist so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Das Rennen einfach entspannt zu fahren, ruhig zu bleiben und von den Fehlern der anderen zu profitieren. Nicht mit
der Brechstange und schon sich gar nicht von anderen Fahrern nervös machen lassen. Gut. Eine Runde haben wir noch. Thomas NAC aus Finnland vor der Nase. Vielleicht cashen wir den zumindest noch. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal letzter geworden bin, aber das ist schon, ist sicherlich schon mal passiert. Aber ist natürlich sehr bitter. Genau genommen sind wir ja nicht letzter, ne? Wir sind ja mit 19 oder 20 Fahrzeugen gestartet, aber Thomas müssten wir hier auf jeden Fall noch cashen. Wir müssen aufpassen, weil Thomas bremst sehr früh. Gut. Mit ein bisschen Konzentration werden wir zumindest nicht letzter, aber die Zeit läuft ab. Rechts unten seht ihr den Timer, restliche Zeit. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht mehr für die Zieleinfahrt reichen. Aber zumindest haben wir noch einen letzten Ehrenplatz gewonnen, wenn wir das auf Platz Nummer 16 sagen können. Ja, sehr bitter. Sehr bitter. Einfach ist klar, der Subaru WRX und ich, wir werden uns nicht wiedersehen. Es tut mir leid, mein Freund. Diese Freundschaft war von kurzer Dauer, aber nützt ja nichts. Ja. Das nächste Rennen dann wieder mit einem Auto, was mir ein bisschen mehr Spaß macht und dann hoffentlich auch ein bisschen erfolgreicher. Ist ja nicht so, als könnten wir es nicht. Na gut, vielleicht schaffen wir sogar noch ein Ziel. Wird knapp, aber könnte reichen. Nee. Genau auf der Zielgeraden. Genau auf der Ziellinie. Zeit zu Ende. Ja, das war richtig traurig. So, und die beiden, die ich so ein bisschen kaschiert habe, haben es zumindest noch in einer vernünftigen Position ins Ziel geschafft. Das war scheiße. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, seid so nett. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich freue mich wie immer auch über eure Kommentare unter dem Video. Bis hoffentlich zum nächsten Mal und dann mit Sicherheit auch wieder besser. Euer kotzender Eisbär.